Ammermann hat wieder den Weg hier zu mir ins Studio gefunden. Das ganz zielsicher, Martin, denn du weißt, wann du dran bist. Es ist Zeit für den Sport hier in Düsseldorf aktuell. Übung macht den Meister, heißt es da ganz einfach. Das gilt auch für den DSC 99. Um den geht es nämlich jetzt, um Herrenhockey, jetzt bei Rheinsport. Düsseldorf ist eine der Hockey-Hochburgen in Deutschland. Mit dem DHC, dem DSD, aber auch mit dem DSC 99. Der spielt auf dem Feld in der Regionalliga West und will auf jeden Fall oben in der Tabelle mitspielen in dieser Saison. Ein Sieg gegen den TV Oelde war aber deswegen Pflicht. Pascal Heithorn berichtet vom Spiel. Letzte Vorbereitungen bei den Spielern des DSC 99 und beim Trainer der Gäste, Jörg Tippkämper. Und bereits nach dem ersten Spieltag ist die Welt in der Regionalliga West auf den Kopf gestellt. Während der DSC hier in Rot seine erste Partie mit 1:2 gegen Kahlenberg verlor, fegte der Aufsteiger vom TV Jan Oelde die Zweitvertretung von Uhlenhorst Mülheim vom Platz. Doch in der 8. Minute besorgt Sebastian Binjas per Ecke die Führung für die Düsseldorfer. Erleichterung, schließlich wollen die Hausherren eigentlich oben mitspielen. Eine zweite Niederlage und der Druck würde schon extrem groß werden. Innen zu, Sporen nur stellen, innen zu. Danach sehen die Zuschauer auf dem Gelände an der Diepenstraße, wie es nach dieser Aktion von Martin Korres zu einer kurzen Ecke für die Gäste kommt. Sebastian Binjas rettet in höchster Not vor einem einschussbereiten Stürmer der Gäste. Der Trainer der Oelder, Jörg Tippkämper, gibt die Richtung für seine Spieler vor. Denn bis jetzt waren sie viel zu passiv. Und am besten hört der Bruder des Trainers auf dessen Worte. Jan Tippkämper macht den Ausgleichstreffer. Am langen Pfosten lauert er und spielt dann geschickt gegen die Laufrichtung des herauseilenden Keepers Matthias Geier. Kurz vor der Halbzeit geht es damit wieder von vorne los. In der Pause gibt DSC-Trainer Arno Bewig einige Ecken vor und das befolgen seine Schützlinge aus Wort. Nachdem das 2:1 bereits durch eine Ecke gelungen ist, verwandelt Martin Korres zum 3:1. Innerhalb von 7 Minuten ganz nebenbei noch ein Doppelschlag. Die Gäste müssen jetzt aufmachen und dadurch ergeben sich mehr Räume für den DSC. Benjamin Wolferts mit dem 4:1. Einem tollen Anspiel folgt ein ebenso schöner Abschluss. Wolferts lupft den Ball geschickt über den Torwart vom TV Jahn. Die Partie damit eigentlich gelaufen. Wir befinden uns bereits in der letzten Spielminute. Ballverlust der Gastgeber und dann überbrücken die Gäste innerhalb weniger Sekunden das ganze Feld. Jan Tippkämper besorgt den 4:2 Endstand. Wenn Matthias Geier im Kasten bleibt, geht die Partie wohl 4:1 aus. Aber auch so sind die Düsseldorfer zufrieden. Was war das erwartet? Schweres Spiel gegen einen Aufsteiger, der sehr tief gestanden hat, haben die Räume sehr eng gemacht hinten. Zur Pause stand es nur 1:1. Wir hatten zwar deutlich mehr Spielanteile, haben das aber nicht in Tore ummünzen können. Und in der zweiten Hälfte haben die Jungs dann eben geduldig weiter die Chancen gesucht, haben auch zahlreiche Ecken rausgespielt und die haben letztendlich den Ausschlag gegeben. Dadurch haben wir das Spiel dann halt eben gewonnen. Die Tabelle hat nach 2 Spielen noch keine Aussagekraft, doch mit dem ersten Sieg kann die Saison für den DSC jetzt richtig losgehen. Das sind doch gute Aussichten. Wir drücken natürlich die Daumen dem DSC. Da geht es übrigens schon weiter am kommenden Wochenende mit dem nächsten Heimspiel, nämlich am Sonntag um 12 Uhr. Und der Gegner ist dann der Marienburger SC. Viel Glück dem DSC.